Liebe Rotarierinnen, liebe Rotarier, wir sind hier heute mit unserem elektronischen Governorbrief im Kunstmuseum der Villa Zanders der Stadt Bergisch Gladbach. Ich habe heute als Gast Lea Metzler bei mir. Lea ist Past-Präsidentin vom Rotaract Club Köln und Past-Vorsitzende von Rotaract Deutschland. Liebe Lea, zum Verhältnis Rotaract und Rotary kannst du am besten, glaube ich, Auskunft geben. Ja, vielen Dank, Helmut. Was ist Rotaract? Mit Begeisterung und Spaß die Welt verbessern, mit kleinem Großes erreichen, sich selbst verwirklichen und stolz darauf sein. Das ist Rotaract. Bei Rotaract treffen sich junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren, die das gemeinsame Motto Lernen, Helfen, Feiern verbinden. Mehr als 3.700 Mitglieder in über 190 Clubs, darunter 12 im Distrikt, setzen sich deutschlandweit für andere ein und tragen durch Freundschaft, Fairness und Toleranz zur internationalen Verständigung bei. Rotaract ist für mich ganz persönlich die schönste Art der Horizonterweiterung und ein Erlebnis, das man ganz sicher nicht mehr vergisst. Ja, was wünscht sich Rotaract von Rotary, um das Verhältnis besser und transparenter zu machen? Das ist vielschichtig. Ich möchte dennoch versuchen, es in zwei zentrale Punkte zusammenzufassen. Erstens, aktiver Austausch zwischen Rotary und Rotaract. Besuchen Sie doch einmal einen Club in Ihrer Umgebung und laden Sie gleichzeitig Rotaractor zu Ihren Meetings ein. Zweitens, gemeinsame Sozialprojekte. Dabei kann das Orga-Team sowohl mit Mitgliedern beider Organisationen besetzt sein. Teamarbeit auf Augenhöhe, das schweißt zusammen. Ja, und was bietet Rotaract Rotary an, damit die Clubs enger kooperieren können? Diese Frage schließt sich der Idee der gemeinsamen Sozialprojekte an. Wir übernehmen gerne aktive Rollen bei der Umsetzung von Projekten. Gerade bei PR und IT können wir ganz sicher einen Mehrwert liefern. Dazu, und da müssen wir uns auch sicher an die eigene Nase greifen, ist es an uns, aktiver auf die Clubs zuzugehen. Liebe Lea, vielen Dank. Es ist natürlich genauso Aufgabe von uns Rotariern, uns mit den Rotaractern an einen Tisch zu setzen, gemeinsame Projekte zu machen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Monat.